Otto, wie immer, saure Gurke mit Kartoffelsalat? Nee, nee, heute das Überraschungsmenü. Nizzo, da geschenkt immer. Otto in der Noviasu. Da ist der Dachs. Gurus fertige Tala. Als kleine Überraschung habe ich Bulettencocktail für meinen Freund Otto und seine Begleitung. Bitte. Das ist ja traumhaft, das habe ich mir immer gewünscht. Lecker. Otto, ich möchte so gerne mehr von dir wissen. Nun trink doch erst. Hast du nie eine Freundin? Ach, Freundin, das kann man nicht so sagen. Das war mehr oder weniger eine Brieffreundin. Aber ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Aber ich will es mal so sagen. Das war folgendermaßen. Sie hieß Ilse und ich hatte ihr so einen schönen Brief geschrieben. Aber sie hat ihn nie bekommen. Ach, wie traurig. Ach, weißt du, es gibt noch andere... Hauptgericht, falscher Hase. Das sieht ja gut Bitte? Aus. Darf ich? Bitte schön. Guten Appetit. Und was war mit Ilse? Hast du es denn nie wieder versucht? Doch, ich hab's versucht. Ich schrieb ihr einen langen, langen, langen Brief. Es war der längste Brief, den ich je geschrieben hatte. Ich hatte mir die ganze Last meiner großen Liebe vom Herzen geschrieben. Da war schon was zusammengekommen und alles steckte in diesem Brief. Und diesmal war ich klüger gewesen. Ich klebte den Brief zu und hatte das Fenster natürlich vorher aufgemacht. Wie schrecklich. Ach, weißt du, es gibt Schrecklicheres. Und nun zum Nachtisch. Mein Leibgericht. Hackfleischpudding. Bitte schön. Das ist auch mein Leibgericht. Ja, hast du es denn nicht mal mit der Post versucht? Natürlich. Aber ach, in irgendeinem gottverlassenen friesischen Postamt musste es dann wohl passiert sein. Ach, Otto. Ach, Silvia. Stavros, was ist denn? Menü leider zu Ende. Na ja, dann mal los. Die Geschichte war so traurig. Ach, es gibt Schlimmeres. Was denn? Es könnte regnen. Wie gut, dass du einen Schirm dabei hast. Ja, ein Regenschirm für dich und mich. Otto, es regnet und ich habe keinen Schirm. Wieso? Es regnet doch gar nicht mehr. Komm, wir nehmen die Abkürzung über den Friedhof zu mir ins Warme.